Einen wunderschönen, ich begrüße euch zu einem neuen Autofahrvlog, und zwar im neuen Auto. Ich habe hier auch schon alles vorbereitet, habe auch schon getestet, also müsste jetzt rein theoretisch das Mikrofon sein, was vom Autoradio aus ist. Das macht sich natürlich wesentlich bemerkbar. Ich muss mal noch schnell hier anschalten. Die Klimatronik noch angemacht. Wir wollen ja auch nicht so laut haben, aber ein bisschen kühler muss sein. So, und ihr habt ja mitgekriegt? Ich hoffe, ihr seht mich vernünftig. Doch, müsst ihr da eigentlich sehen. Doch, ihr seht mich. Ich kann auch so machen. Dann seht ihr mich noch ein bisschen besser. Mein Auto war am Arsch. Den Alter, der ist auch schon wieder repariert, der wird jetzt verkauft demnächst. Steht bei eBay drin. Ja, durch die Hitze bin ich jetzt auch nicht großartig dazu gekommen, da jetzt viele Videos zu machen. Weil abends, wenn ich im Wohnzimmer sitze, ich habe die letzte Zeit auch nicht wirklich im Wohnzimmer gesessen, ich habe dann abends auf dem Balkon gesessen und habe einfach entspannt. Weil in der Bude hast du das nicht ausgehalten. Es ist so eine Bullenhitze da drin. Da kriegst du dennoch Headset dazu aufsetzen. Ja. Aber heute Abend werde ich wahrscheinlich so wie aus dem Livestream machen. Ich wollte gestern und vorgestern Abend schon den machen. Aber gestern war ich ganz schön kaputt von Tätowiertermin und habe auch Migräne gehabt und vorgestern Migräne gehabt. Ich weiß nicht, ob ein Wetterumschwung oder so. Ich habe auch noch kurz und habe mit Fibres gearbeitet und so. Hab mal neue Fibres genommen. Jo, die Handyhalterung war falsch angebracht, die war zu nah am Ausknopf dran. Jedenfalls habe ich damit ein bisschen Fibres gearbeitet und um ein bisschen frischen Duft drin zu kriegen und so. Und ich habe sonst immer so ein Fibres aus einer Plastikflasche und jetzt hatte ich sowas aus einer Metallflasche. Das ist absolut scheiße, über Kirschenfibres hier. Da war ich voll Kopfschmerzen gekriegt. War nicht so mein Ding. Wie sich auch, dass ich das demnächst nicht mehr holen werde. Ich habe auf jeden Fall, was ich euch sagen kann, ich habe einige Spiele, die Embargo sind, bei den meisten Spielen jetzt mittlerweile so abgelaufen, aber durch die Hitze bin ich nicht dazu gekommen. Weil abends bei der Bullenhitze in der Wohnung sitzen und dennoch das Headset, Leute, das ging nicht, also das, da wäre ich gestorben. Also Tech Magik, oder wie der heißt, der kommt. Da habe ich mich schon seit der E3 drauf gefreut, also vorher E3. Dann habe ich der Landwirt 2017. Dann habe ich Resident Evil 3 verschiedene, also Resident Evil 5 für die PS4. Resident Evil 7 Beta werde ich mit euch spielen. Resident Evil Raccoon, noch irgendwas war das, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau. Dann habe ich, was habe ich noch? Der Landwirt. Eigentlich so die gröbsten gewesen sein. Also ordentlich Spiele noch zum Aufarbeiten. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich komme jetzt erstmal eine Bratwurst schon vom Einkauf. Und da muss ich dann auch gleich mal die Aufnahme ausmachen, weil ich brauche meine Get Happy App. Weil ich habe auf dem Handy eine App, die heißt Get Happy. Und dann kriege ich, immer wenn ich meine Bratwurst hole, kriege ich einen Stempel. Und wenn ich da 10 Stempel zusammen habe, ist die 10. ist die Hälfte Bratwurst sozusagen gratis. Muss ich halt noch Brot holen und so ein bisschen Klinkkram einkaufen. Und er wartet dann eigentlich auch. Auf jeden Fall wird jetzt in der nächsten Zeit wieder etwas mehr kommen. Bloß bei der Hitze, Leute, da kann ich keine Livestreams machen, wenn ich halt raus, wenn ich da mit Headset sitze. Oder eigentlich. So, das war Anruf von meinem besten Freund. Der steht bei mir jetzt. Einkaufen, Tochter holen und dann geht's nach Hause. Wir wollen Latte Macchiato trinken, ein bisschen sabbeln. Ich glaube, seine bessere Hälfte hat er auch bei, soweit ich weiß. So, mehr steht heute nicht an, heute Abend in einem Livestream. Aber Leute, echt, bei der Hitze ist es nicht auszuhalten. Ich hätte echt gerne, ich habe ja nicht mal selber gezogen. Die Playstation mal die ganze Zeit aus, das Einzige, was sie gezogen hat, Updates. Ich habe selber eine Bude nicht aushalten. Ich habe abends schön auf dem Balkon gesessen, habe mit Mixer gedreht,
ja, habe gedampft und habe einfach den Abend genossen. Den Tag eigentlich auch verdammt gut. Aber jetzt, heute soll es weil wieder kälter werden, ist auch was kälter. Ich habe schon überall Durchzug, weil es nicht, ein bisschen schöner Wind ist und so. Schalle sie alle drunter und so. Und naja, das wird schon passen, dass ich heute Abend dann wieder was Schönes machen kann. Ja, Technik ist auch noch eine da, was ich aufarbeiten muss. Bei meiner Mutter hatte ich ja die, ich hatte ja diese DLAN-Teile gemacht, eine billigere Version. Und die habe ich bei meiner Mutter ja im Dauereinsatz gehabt. Die borge ich mir jetzt demnächst von meiner Mutter nochmal zurück. Weil die habe ich ja eigentlich von Mutter geholt für ihr Haus und für ihren Garten, damit sie überall DLAN und WLAN haben. Weil der eine Splitter, der verteilt das Internet ja auch per WLAN. Für den Garten ist das halt gut. Und da werde ich euch dann demnächst nochmal, weil das war ja schon ausgepackt, weil ich wollte halt schnell wie möglich haben und so. Deswegen werde ich das alles nochmal einpacken und dann nochmal mit euch auspacken, alle zeigen, was mit bei ist und erzählen, was ich damit gemacht habe oder beziehungsweise wie ich es meiner Mutter eingestellt habe und wie weit meine Mutter und ich damit zufrieden sind. Weil ich benutze ja WLAN da auch mit, wenn ich im Garten bin bei meiner Mutter, wenn wir grillen oder wenn ich nur so zu meiner Mutter zu Besuch fahre oder mit meiner Tochter und die Kiddies, also meine Tochter und die Tochter von meinem Bruder da spielen, brauche ich auch WLAN. Oh, ist ein Stück. Ja, wo gibt es eigentlich noch später zu sagen? Also nur, dass ich halt demnächst mal wieder was mehr machen werde. Aber es ist halt bei der Hitze wirklich nichts großartig zu machen. Und tagsüber hatte ich jetzt die ganze Zeit Rennereien. Entweder hatte meine Tochter Termine, ich hatte Termine oder wegen dem Auto Termine. Und ja, das war halt alles ein bisschen stressig. Und dann bist du dann abends so ausgelaugt, ausgepowert, dass Clayton Justin die scheiß Bude so arschen. Ah, voll Hitze und so, da hast du echt null Justin noch irgendwas zu machen. Wochenende bleibt jetzt so, dass es Familientag ist. Da wird sich nichts dran ändern. Ich werde vielleicht demnächst noch mal ein paar positive Anmerkungen machen zu meinem Privatleben. Das habe ich jetzt noch nicht so kundpublik getan. Da hat sich einiges geändert. Ein paar wissen es schon Bescheid, aber halt noch nicht alle. Da werde ich vielleicht noch ein bisschen sagen, warum sich da so noch ein bisschen was ändern wird. Aber so bleibt es jetzt erstmal. Würde ich sagen. Oh, wenn ich hier schon ohne Brille stehe, ey, voll die helle Sonne. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, hat euch gefallen, mich mal wieder ein bisschen zu begleiten. Ich werde versuchen, euch wieder jetzt zeitnah auf Laufenden zu halten. Wie gesagt, ich war gestern beim Tätowierer, das Video ist noch nicht bearbeitet. Ich habe die Fotos nicht bei Facebook reingestellt, weil es war, der Kreislauf ist runtergegangen, dann war eine Bullenhitze und ich war gestern so ausgelaugt, so im Arsch und dann noch die Migräne halt. Aber ich verspreche, dass ich es noch nachholen werde. Ich werde nachher mich ransetzen und die Fotos bei Facebook posten. Sind zwei Cover-Ups geworden bei mir diesmal. Wir werden jetzt auch erstmal den linken Arm weitermachen, bevor wir mit dem rechten weitermachen. Weil wir da ein paar geile Ideen haben und die halt unbedingt noch umsetzen wollen. Und dann ist der linke ist dann eigentlich so gut wie fertig bald. Also da fehlt nicht mehr so viel und dann kommt der rechte Arm dran. Ja, dann ist der dann auch relativ zeitnah voll. Also ich denke mal bis nächstes Jahr April sind die Arme voll. Und dann kommen die Beine dran. Also ich habe jetzt schon das erste am Bein. Eine Spinne, kann ich schon mal verraten. Und die Beine kommen dann dran. Ich weiß noch nicht wie weit. Bis zum Kniescheiben erstmal ist geplant. Im Kopf habe ich schon so ein paar Bilder von Assassin's Creed und so für die Oberschenkel. Da werde ich dann wahrscheinlich die Oberschenkel denn doch noch machen. Aber so ist das noch nicht ganz spruchreif. Ich würde mich jetzt auf jeden Fall verabschieden. Wie gesagt, ich hoffe, hat euch gefallen, mich zu begleiten. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.